Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ETS 2 mit dem Mike. Hey. Das Ganze aus beiden Sichten in der Infokarte, natürlich auch Mikes Sicht verlinkt, ist ganz klar. Ja, wir fahren in England. Ich muss einmal ganz kurz... Oh, heute funktioniert ja auch alles in der Aufnahme. Ja, richtig gut. Wir gucken einmal auf die Weltkarte. Ja, der Frachtwagen funktioniert, das Force Feedback funktioniert alles. Achtung, hinter uns kommen zwei Leute. Wir sollten vielleicht mal Platz machen. Karl-Liste fahren wir und Edinburgh weiter, ja, wir genau. Wissen Bescheid und wir blockieren gerade alles. Egal. Ja, nee, die kommen noch nicht, aber sie, ja, es ist nicht so viel los hier. Oh, ich muss meinen. Also Leute, ich würde mich freuen, wenn ihr aus beiden Sichten das anguckt und vielleicht auch mal bei mir ein Abo da lasst. Oder auch so gleichzeitig parallel. Und vielleicht auch mal bei mir ein Abo da lasst, denn wir stehen kurz vor den 1000. Vielleicht haben wir sie schon erreicht zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video online gekommen ist. Denn wir sind gerade ein bisschen am Vorproduzieren. Aber würde mich wirklich, wie gesagt, super drüber freuen, falls noch nicht abonniert, dass ihr da mal vorbeigucken. Ne? Wisst ihr Bescheid, Leute. So. Wie heißt deine Stadt nochmal? Ich kann mir das nicht merken. Karl-Liste oder so, keine Ahnung. Irgendwas mit C. Karl-Liste, genau. Irgendwie so, mit C. Sie fängt mit C an. Ich habe sie gerade einmal ganz kurz gezeigt. Und ja. So, Tempomat wieder hochstellen, man kennt's. Wir sind in England, Linksverkehr, richtig geil. Ja, wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, mal angucken. Ja, ich dachte, du bist fast neben mir, deswegen... Ja, ich bin so ein bisschen hinter dir. Oh, guck mal, da vorne fährt einer auf der Autobahn. Ja. Er hat zum Glück den Server gewechselt. Es ist ganz angenehm. Es ist echt ganz angenehm. Wow. Ich habe ein bisschen Angst gerade gehabt, mit 110 hier hochzufahren, aber ich hab noch gar keine 110. Hatte ich vielleicht? Nee, ich weiß nicht. Ich habe abgebremst einmal. Ich nicht. auf diesem Server ist es aber echt ganz chillig. Also ist ganz entspannt. Hier kann man echt gut zocken, ein bisschen gut aufnehmen und fahren, was weiß ich, auch im Stream. Boah, der fährt auch da lang, wo wir lang fahren müssen. Verrückt. So, jetzt muss ich aber abbremsen, das wird sonst nichts. Die Kurve ist mir ein bisschen zu hart. Oh, ich habe meinen Motor wieder ausgeschaltet. Immer wenn ich links blinken will, schalte ich meinen Motor aus. Ich habe die Leitplanke geküsst. Sehr gut. Ich habe meinen LKW gerade zwischen den beiden Folgen repariert. Oh, ja, der kippt mich aber auch gerade. Ich auch, aber ja, ich habe ein bisschen Aufliegerschaden, aber kein Problem. Also mir geht es ja auch gar nicht darum, das Geld zu kriegen. Geht einfach mir jetzt darum. Schon. Bei dem Auftrag schon. Dir schon, sowieso. Mal gucken, ob ich nach Edinburgh dann von Karl. Ja, das wäre echt krass, wenn du da nochmal was bekommst. Wenn du da nochmal was bekommst, das wäre echt krass. Auf jeden Fall, wie angekündigt, wir tanken heute. Ja. Ich nehme gar nicht auf. Alles klar. Gut, ich bremse. 3, 2, 1. Hallo, das ist nicht dein Ernst. Warte mal, ich habe abgebremst, weil ich gedacht habe, wir stellen uns wieder nebeneinander. Warte mal kurz. Ja, warte mal ein bisschen abbremsen. Du kannst ja weiter aufnehmen. Ja, klar, ich lasse das so. Also Leute, falls ihr das nicht gesehen habt, guck mal bei meinem Kanal vorbei, was hier gerade passiert ist. Ja, die ersten Minuten gibt's auf Mikes Kanal oben in der Infokarte auf jeden Fall mit dabei. Jo, das ist mir echt lange nicht mehr passiert. Also das kommt natürlich immer mal wieder, kann das passieren, dass man echt nicht aufnimmt, aber... Ja, Jan hat einfach nicht aufgenommen. Also, wer wissen will, was gerade passiert ist, würde mich freuen, wenn ihr bei mir vorbeischaut. Jan hat echt, oh mein Gott, du hast einfach nie aufgenommen. Wie geil ist das denn? Oh, Leute, ohne Witz, das war gerade so witzig. Ihr müsst es unbedingt gucken. Oh Gott. Oh, shit. Aber gut, jetzt, dann kannst du ja nochmal sagen, von wo fahren wir denn? Wir fahren nach einer Stadt in England mit C, deswegen fahren wir auch die ganze Zeit links. Und sie heißt, glaube ich, Carlisle oder irgendwie so. Also nicht ganz Carlisle, aber irgendwie so in die Richtung. Und danach fahren wir weiter nach Edinburgh. Von London aus übrigens. Insgesamt, wir sind in London eigentlich gestartet. Das seht ihr bei Mike. Ja, das seht ihr bei mir. Oh Gott, weil du nie auf Aufnehmen drückst, läuft bei dir. Aber ich komme jetzt langsam wieder an dich ran. Ich hab jetzt abgebremst. Ich dachte, wir stellen uns wieder nebeneinander. Aber so kann man es ja auch machen. Das war jetzt gerade ganz witzig, ja. Vom Berg, ey. Junge. Ja, ich muss gerade auch wieder ein bisschen... Also bremst halt automatisch. Wegen dem Berg, weißt du Bescheid. Es wird langsamer, nicht bremst. Ich laber gerade Kacke. Später am Abend, Leute, verzeiht's mir. Das ist halt echt. Bis wie viel Uhr? Wir hatten eigentlich gesagt, oh, Radarkontrolle. Ja, wir hatten gesagt, wir nehmen bis 10 auf, jetzt ist es 10:45. Aber ich meine, ich habe noch ein bisschen Zeit, also. Ich eigentlich nicht, ich müsste eigentlich pennen gehen. Aber ne, ich wurde geblitzt. Ich auch. Ja, ich. So, wollen wir hier tanken? Willst du? Nee. Nee,
Wir fahren noch ein bisschen. Das wäre jetzt schon ein bisschen früh. Ja. Ja, ich könnte auch ins Bett, aber es ist halt, ja. Ist nicht so schlimm. Kann man mal machen. Guck mal, das ist cool, wir sind direkt nebeneinander. Kann ich leider nicht sehen. Aber ich nehme ab morgen, Montag, für euch wird das vor 4 oder 5 Wochen gewesen sein, habe ich für eine Woche lang den Instagram-Account meiner eigenen Universität übernommen. Echt jetzt? Ja, ab morgen bis Freitag habe ich den Instagram-Account von meiner eigenen Universität. Und was machst du da? Was ist da der Sinn dahinter? Der Sinn dahinter ist, dass ich... Fahr mal rüber. Ja, dass ich auf deren Seite meinen Studentenalltag zeige. Okay, krass. Läuft. So eine kleine Kooperation und ich habe dafür einen Kaffeebecher bekommen. Ist halt wirklich so. Wow. Ist das ein krasser Account oder normal? Die haben, krasser als deine, oder? Nö, die haben 2.000 oder 3.000 Follower. Okay. Ja, weil dein Instagram-Account ist ja wow. Amazing. Richtig wow. Hast lange nicht mehr nichts mehr gepostet, aber... Ja, das stimmt. Ist ja krass. So, wir müssen links, ne? Wie machen wir das jetzt? Ja, links. Naja, bremst links du oder fahren. Bremst ich? Boah, bremsen? Wer bremst, verliert. Ja, wir sind nebeneinander. Kann ich auch gerne wegrammen. Ich seh's nicht. Oh, da bist du, hi. Kann ich auch gerne weg... Junge, du jetzt musst schneller. Du bremsen, jetzt musst du bremsen, jetzt musst du bremsen. Junge! Okay, ja, was soll ich denn da machen? Jetzt bremse ich ein bisschen runter, dass wir wieder nebeneinander sind. Ich fand das eigentlich ganz cool, gell? Weißt du, wie er auch einfach keinen Bock hat? Fährt einfach weiter, kein Problem. Aber wie du plötzlich einfach schneller geworden bist, ey. Ja, keine Ahnung, was ich gemacht hab. Außen überholt, hier nächste Radarfalle. Ja, ich bremse gerade auch. Boah, dann, ey, ich werd nicht geblitzt, lol. Ist richtig crazy. Es passiert mir selten, dass ich beim Blitzer vorbeifahre und nicht geblitzt werde. Zumindest ja. Im Spiel. In echt habe ich noch keinen Führerschein, Leute. Aber allzu lange ist ich das nicht. Ich wurde in echt schon geblitzt. Boah, das wollte ich eigentlich immer. Na, okay, nee. Geil. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr vielleicht ja schon irgendwie als Thema vorgeschlagen? So Blitzer-Stories habe ich auf jeden Fall ein paar coole am Start. Also nicht, dass ich 1000 Mal schon geblitzt wurde. Schon ein paar Blitzer-Stories am Start, kein Problem. Ich habe schon das ein oder andere Foto habe ich bekommen. Aber das sind wirklich witzige Geschichten, weil bei mir ist nie am Ende gelandet. Aber ich wurde halt schon ein paar Mal geblitzt, aber ich habe es nie bekommen. Das ist halt das Coole dabei. Ja, das ist echt nicht schlecht. Kann man mal machen. Also offiziell wurde ich noch nie geblitzt, aber eigentlich wurde ich schon 2 Mal geblitzt. Und eigentlich sogar 3 Mal, aber... Oh Gott. Der Blitzer war scheinbar nicht an. Nee, der Blitzer, also ich wurde halt 2 Mal wirklich echt geblitzt und ich bin halt 3 Mal zu schnell an dem Blitzer, aber der war scheinbar echt nicht an oder so, keine Ahnung. Aber falls ihr coole Geschichten bekommen wollt und erzählt bekommen wollt, ja, schreibt es in die Kommentare. Auf jeden Fall. Ich wär gespannt. So. So. Fahr mal ein bisschen rechts vielleicht. Wär ganz nett. Wie viel Tonnen hast du denn? Keine Ahnung. Nicht so viele. Ich kann eigentlich rechts bleiben. Ich glaube 12 oder so. Echt, als ob. Ich glaube, ich habe mehr. Ich glaube, echt wenig. Was wollte ich sagen? Achso, ja, das ist echt krass. Also, das ist so ultra krass, ne, manchmal, wie man... Das ist so... Bald habe ich ja meinen Führerschein ja auch. Das ist so krank einfach. Es war noch so lange hin und jetzt ist es einfach nicht mehr so lange. Ich fand den Moment damals am krassesten, wo ich habe halt 2 Freunde, mit denen bin ich schon ewig, mein ganzes Leben quasi befreundet. Und dieser Moment, wo wir dann einfach zusammen in einem Auto saßen und ohne Begleitung oder so irgendwo hinfahren durften und wir halt uns seit unser ganzem Leben quasi kennen, das war einfach so der krasseste Moment ever. Ja, das ist schon... Ja gut, kann mir nur vorstellen halt. Schon ganz nice. Fährst hier in und holst ein paar Meter raus. Was soll das? Können die Seiten gerne tauschen.
So. Boah, jetzt bin ich in der nächsten Kurve. Boah. Wow. Allah. Wird aufgeholt. Ich fahr sogar ganz außen. Ist alles so gewollt. Wie fandst du denn deine Führerscheinzeit? Gab's da irgendwas Besonderes? Gab's also peinliche Momente oder einfach durchgehasselt? Einfach zack, zack und fertig. Puh, also Führerschein war bei mir eigentlich... Also ich hab mit der Theorie relativ lang gebraucht, weil ich ja immer keinen Bock hatte, zum Unterricht zu gehen. Aber ich hab Theorie und Praxis habe ich... wieso wäre ich so langsam? Ja, ich werde auch richtig langsam, Gott. Ich fahr 85. Ich fahr 77, 76, 75, 74. Alter, mein LKW ist so schlecht. auf jeden Fall, genau, ich habe ja Theorie und Praxis beide Male direkt beim ersten Mal bestanden. Und Theorie hat halt bei mir echt lang gedauert. Oh, Blitzer. Kann ich mal bremsen? Ich bin so langsam, dass der blitzt mich eh nicht. Ja, deswegen habe ich jetzt auch gebremst, weil du ja eh noch langsamer bist. Okay, aber so besondere Sachen gab es nicht, oder wie? Also ich mochte meinen Fahrlehrer nicht so mega krass. Aber also man konnte halt, aber musst bei ihm tanken? Halt echt gut lernen. Boah, eigentlich noch nicht. Okay, dann fahren wir noch. Ja. Erst beim nächsten. Ich bin ja echt, also nach meinem Abladen. Okay. Bin echt gespannt, also wie gesagt, ich bin ja noch ein bisschen entfernt, definitiv von Fahrschule. Aber so lange ist es doch nicht mehr hin. Ich muss sagen, ich habe eigentlich relativ viel Bock. Also, ich hätte schon gern meinen Führerschein. Das Einzige, was halt bei mir in der Fahrprüfung, die war halt eigentlich auch total, also mehr oder weniger, was heißt, also entspannt, nee, wenn ich jetzt sagen würde, entspannt, also keine Fahrprüfung ist entspannt, wenn man da immer voll aufgeregt ist, aber bei mir lief halt alles ziemlich gut. Das Einzige, was halt bei mir war halt so ein bisschen peinlich und so, dass ich halt irgendwie nicht gecheckt habe, dass ich aus der 30er-Zone rausgefahren bin halt, wo 50 erlaubt war, die ganze Zeit 30 gefahren. Hat der Fahrprüfer mir dann irgendwann gesagt, dass hier 50 ist und damit war die Sache gegessen. Weil ist ja eigentlich auch nichts Schlimmes, wenn man halt langsamer fährt als ja, eigentlich nicht. Man darf. Ich fahr gerade auch ein bisschen langsamer, da ich hoffe, dass du jetzt mal ein bisschen rankommst hier wieder. Bin gerade dabei, ranzukommen. Ich seh's. Fuck. 100 km/h fahr ich gerade nur. Ich fahr 95. Nur draufdrücken auf die Tube. Ja, ich fahr jetzt wieder innen. Ich habe jetzt wieder Gas gegeben und jetzt fahr ich wieder hier innen, dann passt die Sache. Dann sind wir ungefähr wieder gleich. Hier ist wirklich nichts, irgendwie so voll viel Wald. Ja, es kommt auch keiner, also ich habe seit ungefähr 10, 15 Minuten keinen Typen mehr gesehen. Außer dich halt. Echt? Wir sind ja wirklich im Niemandsland. Ja, ist auch mal ganz chillig. Ja. Ich würde gerne mal wissen, was hier auf dem anderen Server los ist. Ja. Also ich werde hier fahren immer noch voll viel, also ja, relativ noch viele, relativ ja, viele. Relativ viele. Aber deutlich weniger schlimm als in Dortmund und so, das war ja die Hölle. Ja, das stimmt, das war crazy. Hier ist so viel hoch und runter, dadurch fährt man so langsam. Naja, naja. Ich fahr gerade nur 96. Ich fahr 105. Der LKW ist einfach krass. Ja, so krass ist der gar nicht. Oh shit! Ich hab die Betondinger da kurz mitgenommen, aber ich hab keinen Schaden bekommen. Gut. Nice one. Also mal abgesehen davon, dass der voll gut aussieht, meine einfach weiß. Ja, das schon. Der also sieht halt krass aus, aber ist gar nicht so krass. Also er hat nicht so viel PS, wie man das vielleicht denkt. Da habe ich einen, der es hat viel mehr, aber er sieht halt echt kacke aus. Von außen geht's, von innen. Ja, richtig scheiße. Die habe ich den ja schon. Mal weiter links. Ah. Die habe ich den ja schon gezeigt. Ja, jetzt zieht er wieder vorbei. Ja, so ich war gerade 99 km/h. Ich war 95. Aber gut, ich beschleunige jetzt schon wieder. Ja, ich auch. Jo, läuft.
Wie weit sind's, ist es dann noch? Es ist 178 Kilometer. Okay. Okay, bis zu mir noch 340. Bin mal gespannt. Also ich habe hier echt keinen Typen mehr gesehen, das ist voll krass. Das wundert mich. Wir sind da jetzt so weit außen von der Karte. Ja gut, das schon. Wir sind echt am letzten Eck von England gleich. Ziemlich weit. Hast du eigentlich American Truck Simulator? Habe ich auch, ja. Ja, ich hatte niedriger Tankfüllstand. Siehst du, wir müssen tanken! Nein, wir haben auf jeden Fall noch Zeit. Noch 450. Aber jetzt hat es mir gerade angezeigt. 474 habe ich nur. Ja. Alter, du hast einen krasseren Spritverbrauch, habe ich das Gefühl. Ja, wenn ich die ganze Zeit bremse, um auf dich zu warten und dann wieder Gas gebe. Ja, gut. Das machst du nicht. Wenn ich mal weiter hinten bin, da fährst du trotzdem einfach weiter. Ja, da kenne ich nichts. Oh Mann, Leute. Ui, da war die Leitplanke. Soll ich dich ein bisschen einengen? Ja. Weiter rechts fahren, ganz ein bisschen eng. Oh, oh! Scheiße! Ich war doch ein bisschen zu weit rechts. Bisschen. Ups, okay, das machen wir lieber nicht. Dachte, das wäre witzig. Ich hab keinen Schaden. Ah! Ich dachte, das wäre witzig. Ja, das wäre jetzt keine Absicht. Ich hab keinen Schaden bekommen. Also alles gut. Ich schon ein bisschen Auflieger, aber bei mir macht's ja, wie gesagt, wirklich nichts. Du bekommst eh kein Geld, weil du ja, ja, 500 eben. Stunden zu spät bist. Das hab ich so. Stimmt! Ich war ja noch. Stimmt! LOL! Ja, siehst du, du machst ja eh nichts, komm, da kann ich mich eigentlich direkt auf die Schnauze legen. In der nächsten Kurve mit 110. Das weiß ich auf jeden Fall schon. Hier zum Beispiel. Aber dein, hier das. Oh, Radarfall, oder? Ja, ja, hier ist es auch. Kurvig. Hier muss man echt bremsen, sonst fliege ich echt drauf. Nein. Echt, meinst du? Meinst du, ja, wir schaffen also, das mit 110? Gut, es sind drei Spuren, da kann man schon ein bisschen. Aber man kippt schon ein bisschen, du bist schon vor mir. Ja, da musst du halt die Spuren wechseln. Ja, 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 wenn wir hier keine drei Spuren hätten, wäre das schon ein bisschen kritisch. Aber so ist es alles tipptopp. Hier ist so wenig Verkehr, aber drei Spuren, ja, weißt du, halt schon so teilweise eine, zwei so, richtig viel Verkehr. Ja, ist auch so. Ach, Leute. Ja, ja, da kenne ich nichts, fahre ich ganz rechts. Ja, das LKW. Darf man das wahrscheinlich in England eigentlich gar nicht machen. Ich komme jetzt, jetzt bringt er, okay, dann komm rüber. Nein. Also, jetzt bin ich rübergefahren, ey. Ich wollte nur ein paar Tasten drücken. Ach so. Was, aber jetzt gerade echt eine krasse Strecke. Voll. Ich werde wieder ultra schnell, warum auch immer. Ja, ist schon echt weit, die Strecke, muss man sagen. Aber es ist, also ich finde es chillig, ich finde es echt chillig. Wenn man jetzt ein Thema hätte, hier fahren wir jetzt tanken, ich habe keinen Bock mehr. Was? Das ist eine coole Tankstelle. Glaubst du? Hab dich sogar vorgelassen, perfekt. Ja, ja, hier kann man so ein bisschen rausfahren. Und hier kann man sogar reparieren. Ja, oh. Nein, was? Nee, schlafen kann man hier. Schlafen, ja. Also es ist so ein bisschen größer hier hinten. Was ist Joy-Taste 7? Keine Ahnung. Was muss ich so um den Motor abstellen? Ah, Motor abstellen weiß ich. Ich kann hier auch mit meinem Schaltknüppel tanken. Ich lasse den einfach einrasten und jetzt muss ich einfach nichts mehr machen. Das ist eigentlich, ja, wie entspannt ist das? Das ist eigentlich voll cool. Das ist vor allem, weil ich so ein fetten Ding habe. Der tankt echt sau viel. Ich habe jetzt schon 1000 Euro getankt. Ich auch. Bin fertig. Was? Du bist schon fertig? Ja. Jetzt bin ich auch fertig. 1300 habe ich ausgegeben. Ich hab 1100. 84. Oh. 1100 habe ich. Fährst du auch los? Aber brauchst du ein bisschen. Warte, ja, ich musst du schlafen? Unterscheiden. Nein. Okay. Ja, keine Ahnung. Kann man ja nicht wissen. Also, das wollte ich jetzt sagen. Also, es ich ist. Nicht geschlafen. Es ist halt ultra chillig, wenn man jetzt, es gibt manchmal witzige Folgen, letzte Folge war witzig, die ersten beiden Folgen, die erste vor allem, war ultra witzig. Dann gibt es halt auch solche Folgen wie jetzt, wo es halt einfach chillig ist. Das ist so ein Video, das kann man sich dann abends neben das Bett und kann man dann einfach chillen. Das mache ich ja tatsächlich auch manchmal. Es gibt so manche Tage, wo ich dann so denke, ey, ich kann irgendwie nicht einschlafen. Dann mache ich einfach YouTube-Videos neben das Bett. Ganz chillig. Das kenne ich.
Ist ganz chillig. Das könnte man bei so einem Video echt machen. Und es gibt halt auch ganz, ganz viele Videos, die dann so werden, wenn ihr Themen stellt zum Beispiel. Wenn ihr Themen stellt, kann man einfach über irgendwas labern. Ganz, ganz entspannt, wie gesagt. Ich gebe hier auch gerade selbst Gas. Das ist richtig krass. Ich lasse jetzt mal ein bisschen locker, dass du wieder ein bisschen kommst. Dann kann man ein bisschen über Themen sprechen. Ist vielleicht ein bisschen interessant zum Anhören und so. Und man kann ganz entspannt sich das auch mal angucken, wenn man einfach chillen will. Wenn es einfach abends ist, wenn es vielleicht Ferien oder irgendwas, wenn man einfach chillen will, das ist richtig geil. Also dafür ist das Projekt irgendwie ganz geil, finde ich. Selbst für einen oder auch für die Zuschauer, also beide eigentlich. Mega, mega geil. Gibt dann natürlich aufregendere Sachen wie F1 oder FIFA oder was auch immer. Die kommen ja auch. Kommen auch, ja. Aber sowas ist halt wirklich. Das würde ich echt. Das, vielleicht mache ich das auch, wenn die ersten Folgen raus sind. Für uns ist ja die erste Folge immer noch nicht draußen. Das ist voll krass einfach. Ja. So, ich beschleunige jetzt auch mal wieder richtig. Richtig mit der Kackschaltung. Genau. Richtig beschleunigt. Ja, läuft, Leute, ne? Perfekt. Hier große Baustelle. Ja, crazy, aber es ist halt. Wir haben trotzdem 3 Spuren. Ja, also ich werde das vielleicht auch machen, wenn die Videos draußen sind, ist die erste Folge. Die erste Folge ist halt witzig und so krass, aber wenn die ersten ruhigen. Oh. Ja, ich hab's gemerkt, ich wurde auch geblitzt. Wenn die ersten ruhigen Folgen kommen oder so, das ist so echt so entspannend für abends. Immer einfach im Bett chill. Ja, Leute, das ist ganz nice. Ja. 41 Kilometer noch. Jo, das ist gut. Da kommt einer. Da kommt einer, den müssen wir jetzt zuhupen. Lichthupe und Hupe. Alles gleichzeitig. Servus. Richtig Panik schieben. Ich weiß. Muss ich bremsen, dann komm vor. Ja, schneid mich komplett. So viel Zeit hättest du auch noch gehabt, dass du mich hier nicht mehr schneiden müsst. Gerade ohne Bremsen, nee, okay. Das geht nicht. Du musst hier. Wie geil. Achso, warte, wir müssen links fahren. Achso, ja. Ich war auch rechts, weil du auch rechts warst. Komm hier wieder beschleunigen. Der Gangschalter. Hier kommt doch eh keiner, können wir auch so fahren. Das kostet Geld. Ja, dann überhole ich dich halt. Ja. Ich habe eh genug Geld. Hör vor, du bekommst den LKW-Führerschein irgendwann weggenommen. Ja, genau. Wahrscheinlich, oder? Hier, ah, ich seh's. Ich kann es immer noch nicht aussprechen. Wirklich K-Liste. Krass. Wo musst du hin? Gut. Links. Schon, aber ja, wo dann? Dann nicht links und dann wieder links. Okay, ja, das krieg ich hin. Es kann ja sein, dass du hier schon abliefern musst, hier links. Nee. Mach mal schneller. Ja, hier ist durchgezogene Linie, du darfst gar nicht überholen. Kenn ich nichts. Du bist doch eh voll weit hinter mir, hä? Ja, ich bin direkt neben dir. Hey, was? Jetzt sagt es über Rohmanöver, Leute, zieht euch rein, gerade nee. Angebremst spät und dann. Ah! Jetzt war's. Ich flieg auf der Seite, okay, jetzt habe ich ein kaputtes Auto. Ich hoffe, keinen kaputten Auflieger. Was machst du denn? Nee, der Auflieger hat keinen einzigen Prozent Schaden bekommen. Was war das denn für ein Überholmanöver hier? Was soll das denn? Die Wand ist so nahe gekommen, ich wäre perfekt an dir vorbeigezogen. Ach so. So, können wir auch mal hier wieder zum Reparaturservice fahren, Leute. Ah, braucht keiner. Ja, doch, ich. Ja, du stehst wieder, wie hast du das denn gemacht? Ich hab mich wieder aufgerichtet. Was bist du denn für ein Hacker? Wie so, warte, rechte Seite und dann muss man. Was? Überfahren, rote Ampel? Ich bin doch extra auf der Autobahn. Das funktioniert nicht. In England nicht. Das funktioniert aber echt voll oft. Ich mach das auch immer. Wenn ich jetzt kein Geld ausgebe. Ja, aber in England funktioniert's. Oh, und jetzt fahren gegen. Ja. Richtig geil. Hey, aber das ist billiger gewesen. Fahren. Die Ampel hat mich gerade nicht erkannt. Und dafür muss ich nur 80 statt 300 irgendwas. Wie dull ist das denn? Richtig billig. Ey, kann man öfter machen, ne?
So, reparieren wir den Laden hier wieder. 5000 ist ja nix. Da habe ich schon härtere Schäden gehabt. Tatsächlich in einem Stream bin ich einem Zuschauer, weil der einfach gewartet hat auf mich und ich habe das nicht gerallt, bin ich dem so da drauf gefahren, dass ich einen Schaden von 110.000 hatte. Das ist ultra krass. Ja, aber dein 50 Millionen, ja. Ja, aber stell dir das mal vor, wenn ich jetzt, ich hatte jetzt, was weiß ich, wie viel Prozent und hatte jetzt 5.000. Ich zahle immer so. Was ist das für ein Quatsch? Ich immer, wenn ich den, wenn ich repariere, zahle ich um die 5.000 bis 10.000. 110.000 ist schon heftig. Den habe ich richtig zerstört. Vor allen Dingen hat er dich auch zerstört. Ja, das auch, aber ich habe ja Geld, ne? Also im Spiel in echt nicht. Ach man, ich hätte in echt gern so 6 Millionen. Ja, ich würde auch mehr als 6 Millionen nehmen. Oh nee, 6 reich. Gute Arbeit. Also 6 würde echt reichen. 6 Millionen, Leute. Abzug für Schäden. Ah. Könnt ihr mal im Stream einfach mal 6 Millionen spenden. Was haltet ihr davon? Finde ich gut. Ja. Nehme ich auch. Ich geb dir dann sogar was ab. Aber also ich krieg 2 Millionen kriegst du von 6. Stell das mal vor. Alter. Das ist voll krass, ne? Ich habe einen Auftrag in dieser Stadt. Was, nach Edinburgh? Und der. Nee, ich habe einen Auftrag insgesamt. Ach so, in der Stadt und jetzt. Und der geht nach Dänemark, Alter. Nach fucking Dänemark. Ja, dann musst du so mitfahren. Bin schon losgefahren übrigens. Ja, ist nett. Okay. Ja, ich dachte, ich wollte jetzt bis zu der Kreuzung vorfahren, aber. Tu jetzt mal nicht so, als würdest du jedes Mal auf mich warten, ganz ehrlich. Also ganz ehrlich, jetzt. Oh, hier grüne Ampel sogar. Ui, als ob das geklappt hat. Ich fahre gerade 40, 45. Wo muss ich denn? Warte, ich muss dir das erstmal auf keine markieren. Ja, kannst du mal machen. Einfach. Ist hier echt nichts, oder? Das kann ich nicht. Edinburgh markieren. Warte, ich muss hier mal was testen. Bin ja vor der. Externe Aufträge. Dein Fortschritt wird mit. Ja, deine Mutter. Hallo? Was soll das denn heißen? K-Liste! Ich probiere das jetzt einfach was mal. Denn? Ja, diesen Online-Fracht, diesen Online-Markt. Was ist das? Keine Ahnung. Wo, was? Also, du kannst auf einmal auf Frachtmarkt drücken und einmal auf Online-Markt. Hey, was? Nein. Frachtmarkt? Doch. Das habe ich nicht. Ja, na klar, da gibt's doch drei. Ja. Drei Sachen ja, gibt's da. Das heißt doch nicht Online-Markt, das heißt was anderes. Ja, schnelle Aufträge, Frachtmarkt, externe Aufträge. Ja, das meine ich ja. Was denn? Oh, dieses, ja, das ist dritte. Halt. Externe. Ja, aber da gibt's nichts, was irgendwie weiter nördlich wird, leider. Also, ich muss so. Ja, kommst du ohne. Ah. Und dann ist die Folge eben mal. Nächste Folge. Probieren wir mal so ein Online-Ding da. So einen externen Auftrag. Oh, jetzt habe ich es ja, immer noch nicht. Ja, da hast du bloß einen anderen LKW halt auch. Da hast du halt nicht deinen eigenen. Glaube ich. Der externe Auftrag hast du nicht deinen eigenen. Da startest du dann auch direkt beim Händler, wo du dein Ding. Das ist halt so. Instant-Start quasi. Guck mal, wie viel wir hier schon erkundet haben. Also dafür, dass ich das Spiel fast gar... Also privat spiele ich ja eigentlich vielleicht einmal in 3 Monaten. Ich spiele es gar nicht. Und ja, so ganz, ganz selten, wenn ich echt mal Langeweile habe. Auf 3 Monitoren ist das dann schon mal ganz cool. Ach, Rot-Schmutz, sag ich da immer. Also da, ich habe schon 25% fast erkundet. Dafür, dass ich so wenig fahre, nicht schlecht. Oh, keine Ahnung, wie viel ich schon ein paar Städte da. Es ist halt echt, guck mal, wo wir jetzt sind. Wenn wir da oben hin, ich weiß nicht, wo wir da hin. Wir brauchen eine Ewigkeit, bis wir wieder irgendwo anders sind. Ja. Bis wir wieder in die in Zentrale. Alter, überall da. Wir müssen wieder nach Deutschland, da wird nicht so viel. Bis wir in die Zentrale, nach Deutschland oder so kommen oder irgendwelche anderen Länder. Man könnte mal, das wäre ganz cool, hier mal nach oben. Ah, mal geht mal Stoff. Achso, ich bin in der Map. Wenn du oben bist, Schweden oder so, das wäre auch ganz geil, wenn wir dahin. Boah, das kostet ja alles so viel Geld. Wenn wir dahin mal fahren. Nach Schweden. Ja, wir können von England gibt's Aufträge nach Dänemark. Das können wir machen. Das können wir mal machen.
mit dem Boot. Ja, mit dem Boot. Ist gut. Wo wollen wir tanken? Boah. Nein. Wir hätten das jetzt tanken können, das wäre auch cool. Sag, nach der ciao. Nach der Strecke. Da kann ich nichts. Ja, dein LKW, jetzt wartet er eh nicht. Komm, komm, doch, fahr doch einfach weg. Nein, Spaß. Ich kann einmal schnell wenden und... ja, ja. Würde ich sexy hier machen. Fahr einfach, da kenne ich nichts, fahr ich über das Tankstecken. Ja, komm, mach. Mach hin, ja. Das ist voll die Abkürzung eigentlich. Das ist der Tank. Hey, was soll das denn? Fuck. Abkürzung. Wie er einfach. Du schummelst. Guck mal, wie er einfach abgekürzt hat, WTF. Na, du fährst vielleicht auch schneller, aber es war voll die Abkürzung eigentlich. Warte, ich mache jetzt gerade gleich meinen Blitzstart mit dir. Ich komm. Jetzt. Und. Drück drauf, Ernie. Drück drauf. Ja. Beide die gleiche Idee. Ah, oh Mann. Aber wir müssen hier runter. Ja, spätestens habe ich dich wieder eingeholt. Jetzt sehen mich die Leute hier, wie ich hier runterkrexel. Die Folgen sind echt verdammt lang. Die sind echt lang, das ist tatsächlich so. Aber ich finde es gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, ich fahre wieder rechts, ups. Ich finde das schon echt schlecht. Findest du es kacke? Nee, also so lang, also über eine halbe Stunde ist schon echt lang, aber... Ja, so halbe Stunde finde ich aber noch okay. Halbe Stunde ist okay, aber so über eine halbe Stunde... Ah, wenn es jetzt mal 40 ist. Du musst dir bedenken, also es gibt ja echt YouTuber, die machen das andauernd. Zum Beispiel Gronkh oder so. Also der, ja, okay, der zum Beispiel, der macht nur solche Videos. Das ist ultrakrank. Also so schlimm ist das, finde ich, gar nicht. Wenn man Zuschauer ich hat... Ich bin kein Gronkh. Wenn jemand Zuschauer hat, die es halt angucken. Also es gibt natürlich viele Leute, die dann halt direkt wegklicken. Ich hoffe, ihr seid nicht so welche. Oder gar nicht draufklicken, wenn schon. Ich fahre dir gleich hinten drauf. So lang. Oh Gott. Jetzt muss ich wieder Gas geben hier in einer Schaltung. Ja, aber wie gesagt, also es gibt schon, also wenn es Leute gibt, die das machen, dann ist das eigentlich ganz cool. Ja, wir fahren ja gerade vor die Feldwege. Für die Leute ist das vielleicht auch, es gibt echt Leute, die sich vielleicht drüber freuen, so, oh geil. So ein Laberformat so, einfach, so. Krasser Scheiß. Jan und Mike, wow, langes Video. Ja. Kann ich die lange genießen, wie sie labern. Ich will 40 Minuten ins Auge gucken, die ganze Zeit, wie ich hier meinen Laptop bewege. Du hast doch Facecam? Ja. Ja, das ist dann noch nicht mehr so geil, nein, Spaß. In der ersten Folge, ja, richtig. In der ersten Folge konnten sie live meine komplette Reaction sehen, wie ich auch. Junge, du warst mir gerade übrigens voll weg. Ach so, ja, warte. Ja, das will, darauf bin ich so gespannt, ey. Ich auch, ich hab's ja selber noch nicht geschnitten, aber. Nicht gespannt. Ich, hol mir da safe so ein Pick raus, dass ich dann in voll vielen Videos verwende. Wobei das ist so klein, die Facecam ist so klein, kannst du nicht größer machen? Ja, die machen? Ist klein. Ich kann dir ein Bild von schicken. Dann machst du mal groß und mach mal ein Bild. Wenn du so richtig am Ausgasten bist. Aber da bin ich echt gespannt drauf. Weil boah, wenn diese Folge, wir sind ja schon so weit im Voraus, ja, ja. Wenn diese Folge online kommt, ist vielleicht schon mein... Studio umgebaut und mein neues ja, Studio das, ist da. Das glaube ich tatsächlich auch. Alter, krass. Boah, ich freue mich da so drauf. Weil wir müssen jetzt auf, also wir haben auf jeden Fall 6 Folgen. Und wenn wir jede Woche eine, dann wären es 6 Wochen. Also das wäre dann ja schon Mitte August. Also Leute, wir sind wahrscheinlich schon Mitte August hier. Und haben noch. Ja, und wir sind eigentlich Anfang Juli, wir sind ja, ja. Den ersten. Wahrscheinlich ist dieses Video so Mitte August rausgekommen und wir haben noch kein Thema von euch drangenommen. Das tut mir ein bisschen leid irgendwo, aber. Ja. Ah. Passiert. Aber das Projekt wird ja noch ein bisschen andauern. Bisher sind wir wahrscheinlich auch schon 800 Streams gefahren. Da haben wir vielleicht schon mal. Könnte sein. Haben wir vielleicht schon mal ein Thema gemacht. Dann angesprochen, ja. Das ist voll krass, wenn man so hart vorproduziert. Aber auch gar nicht so direkt geworden. Nee, eigentlich nicht. Aber wir wollten ja so 3-4 Folgen, jetzt haben wir 6. Auf jeden Fall, wenn es nicht sogar 7 sind. Aber gut, wie gesagt, ist ja jetzt gar nicht mal so kacke.
kann man sich mit anderen Projekten beschäftigen. Vielleicht ist ja schon eine neue Karriere gestartet, irgendwie in FIFA. Ja. Will man jetzt noch nicht zu viel spoilern, falls es noch nicht so weit ist, ne? Aber vielleicht ist da irgendwas Neues gekommen. Mal gucken. Ui. Uiuiui, da hat er aber einen Fehler gemacht. Aber du kommst ja eh schnell wieder hinterher. Und das sind zwei Autos, vor allem das ist ein LKW. Direkt verbessern. Nein, Spaß, sorry. Ja, krass. Also zwei Leute sogar. Zwei Willis wie wir. Der muss richtig abbremsen wegen mir. Ups. Du musst schon irgendwie auf der linken Straßenseite fahren. Ja, mach ich ja. Alter. Junge, der... Ich hab's gesehen. Ich hab's im Spiegel gesehen. Du warst einfach links von dem und auf einmal... Der zieht einfach rüber. Ja. Weißt du, ich seh dich halt so, ich dachte so, hä, vielleicht, ups, Entschuldigung, mein Mikro grad, ich seh dich halt so links von dem und denk mir, hä, will der jetzt links überholen, auf einmal seh ich so, wie der übelst links rüber zieht. Gott, war das grad witzig. Alter, Mann. Aber ich glaube, der hat dich nicht gesehen, ich glaube, es war keine Absicht. Oder? Meinst du, es war Absicht? Nee, ich glaube, der war einfach dumm. Aber ja, solche Entschuldigungen zu machen, das ist schon... Ja, also ich hab's nicht gesehen, also ich weiß es nicht. So, da war ich doch ein bisschen zu weit weg. Oh, das war ja gerade crazy. Ich sehe dich so links an. Musst du rechts? Ja. Ah, du bist gerade rechts. Ah, vorne bist du still. Bin ein bisschen langsamer gefahren, aber ich weiß ja, dass du eh schnell aufholst, also von daher. Ah, da Kontrolle, okay. Also. Wird immer weniger. Wird einfach wirklich immer weniger. 420? Kann das sein, je häufiger man geblitzt wird, dass man irgendwie... Ja, das kann auch sein, weil ich hab... Ich muss jetzt plötzlich 420. Deswegen habe ich 560. Das kann vielleicht auch sein, ich weiß es nicht. Oder schreibt es mal in die Kommentare, haben die wahrscheinlich schon total häufig gemacht. Ja. In der Folge, wo wir so häufig geblitzt wurden. Aber Engeln ist echt... Wir müssen aus dem Blitzerland raus, Unwitz. Das wird die Leute so richtig triggern halt einfach. Wenn die so ja. sehen, so... Ey Junge, ich habe das Ding noch 8000 Mal geschrieben, Alter. Ich stehe ein bisschen auf der Straße, ich wollte. So, hier nochmal rückwärts einparken zum Ende. Auch zum Ende unserer krassen Aufnahmesession. Also wir haben jetzt heute 3 Folgen F1 aufgenommen. Und jetzt hier auch nochmal richtig lange hier nochmal gefahren in Euro Truck. Aber es hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Alles insgesamt. Aber diese coolen Fragezeichen hier. Jetzt nochmal hier richtig schön einparken. Wenn ich das jetzt schaffe, das wäre richtig krass. First Try, aber es sieht gut aus. First Try, komm, sieht gut aus. Wäre ich der LKW-Profi. Komm, zieh, Junge. Ja, so geil ist es doch nicht, aber es könnte trotzdem zählen, Alter. MAN-Händler habe ich entdeckt, yo. Das ist gut. MAN ist nice. MAN ist sowieso die beste Marke. So, es ist zwar nicht perfekt, aber ich stehe auf First Try drin. Kann man mal machen. Verspätet. Ja. Bisschen, wie viele Stunden? 459 und 15 Minuten. Knapp. Knapp daneben. 0 Euro kann man machen. Ich hab bald einfach, guckt, Abzug für Unpünktlichkeit 61.000. Wie viel hätte der Auftrag eigentlich gebracht? Also, oder? Weiß ich nicht. Na, du hast doch da auch grüne Zahlen. Ja, Basisvergütung steht halt da. Ja. Basisvergütung 24.000. Ich habe halt mehr Minus, aber es wird mir ja nichts abgezogen, also es bleibt halt null. So, dann fahren wir nochmal zur Werkstatt, da beenden wir dann die Folge, würde ich sagen. Ich würde meinen LKW, glaube ich, habe ich Schaden? Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Schaden. Dann kann ich die... Ich habe wieder ein bisschen Schaden. Kann ich die Fragezeichen, glaube ich, auch mal mitnehmen, das ist eigentlich ganz chillig. Hi. Fährst in die falsche Richtung, falls du es gemerkt hast. Ich weiß. So, wo ist denn die Werkstatt? Ist sie hier links? Nee, hier ist sie nicht. Hier ist sie. Oder? Nein, hier ist sie nicht. Hey, wo ist sie denn? Ich würde sagen, da ich jetzt allein schon 36 Minuten aufnehme, beende ich hier die Folge. Mann, wir können ja jetzt noch hier, Nein. Wir müssen uns doch hier nebeneinander stellen. Das ist so lang. Alter, wir waren die ganze Zeit daneben. Nein, das muss hier jetzt kommen. Wow, weißt du, was für einen Schaden ich hatte? 57 Euro. Alter. So, ist hier noch ein Collision Zone? Ja, ich glaube schon. So,
Das müssen wir jetzt noch machen. Also das nach so einer langen Aufnahme, da kannst du jetzt nicht einfach 2 Sekunden vorher beenden, bevor wir das nicht gemacht haben. Ja, mach. Ha. Ja. Das ist ja keine. Ja, so. Ach so. Jetzt. Ach so, willst du das oder was? Was denn? Ja, so ist doch perfekt. Alter, so ist perfekt. So ist perfekt, Leute. Dann machen wir hier nochmal einen Thumbnail. Ich würde sagen, das war's von diesem Part. Es war jetzt eine entspannte Runde. Ich bin gespannt, wann wie viel denn wir den hochladen, diesen Part hier. Das kann ein bisschen dauern. Du piepst. Ich piep, ja, das stimmt. Machen wir mal nach vorne hier. So, bin echt gespannt, wann dieser Part online kommt. Ein paar Versprecher hatte ich auch drin, das ist spät abends, wie gesagt. Gut, hau rein, bis dahin und ciao. Ciao.